Buddhismus und das Streben nach Neutralität. In Selbstdarstellung bezeichnet sich der Buddhismus des Öfteren als eine Religion ohne Gott, manchmal sogar als eine atheistische Religion. Natürlich existiert heute der Buddhismus in einer weiten Bandbreite, die von einem atheistischen Holismus bis zu einem universalen Pantheismus reicht. Es würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen, hier detailliert auf diese verschiedenen Formen des Buddhismus einzugehen. Dennoch drängt sich im Zusammenhang mit dem Holismus auch eine Erwähnung des Buddhismus auf. Der Holismus erkennt die multidimensionale Natur der Materie und des Menschen und beinhaltet daher auch ein Wissen um astrale Welten und feinstoffliche Gesetze. Aus der Sicht des gewöhnlichen Materialismus erscheint der Holismus daher bereits als spirituell oder als religiös. Spiritualität und wahre Religio bedeuten aber viel mehr als bloß ein Wissen um astrale Welten und feinstoffliche Gesetze. Dennoch kann der Holismus auch als Religion gelebt werden und das typische Beispiel hierfür ist der Buddhismus. Viele Menschen wenden sich heute von den traditionellen monotheistischen Religionen ab, weil sie deren Absolutheitsansprüche ablehnen und vom Kampf der Religion genug haben. Der Buddhismus bietet eine willkommene Alternative, weil man hier die Möglichkeit findet, in die Stille oder Leere zu gehen, ohne gleich von einem Gott bevormundet zu werden. Angesichts der missbrauchten Gottesbegriffe ist der Buddhismus tatsächlich ein sehr hilfreicher Schritt auf dem Weg nach innen und viele Menschen finden in dieser fernöstlichen Religion eine Befreiung vom Dunstkreis der nahöstlichen Religion. Da der Buddhismus, so wie er heute gelehrt und praktiziert wird, nicht einem Theismus, sondern einem Holismus entspringt, sollte man die positiven und negativen Seiten des Holismus auch im Zusammenhang mit dem Buddhismus sehen. Genau wie im Holismus kann auch im Buddhismus durchaus von Gott, Geist und Karma gesprochen werden. Aber nicht alle, die von Gott, Geist und Karma sprechen, haben bereits ein spirituelles oder nicht materialistisches Weltbild. Der Materialismus als Weltbild kann auch in einer magischen, okkulten oder esoterischen Form erscheinen. Dies ist der Fall, wenn er nicht auf den wissenschaftlichen Naturalismus beschränkt bleibt, sondern die Materie in ihrer Gesamtheit von grobstofflichen und feinstofflichen Aspekten wahrnimmt. In der positiven Ausrichtung führt dies zu Pantheismus, in der negativen Ausrichtung zu Okkultismus und Machtstreben. Diese gesamte Bandbreite ist auch im Buddhismus zu finden. In der positiven Ausrichtung streben die buddhistischen Pfade nach Ego-Überwindung und Loslösung von der Materie, gegründet auf Achtsamkeit und Mitgefühl, verbunden mit praktischen Übungen, zum Beispiel Zen-Meditation oder das zehntägige Vipassana-Schweigen. Es gibt aber auch den okkulten Buddhismus. Dieser mag ebenfalls esoterisch und spirituell aussehen, weil auch er von Gott, Geist und Frieden spricht. In seinen inneren Kreisen jedoch werden magische Rituale durchgeführt, um dadurch ein magisches Kraftfeld aufzubauen und die eigene Macht zu verstärken. Wie jede Religion enthält auch der Buddhismus Strömungen, in denen von Weltmacht und Herrschaft geträumt wird. Etwas vereinfacht ausgedrückt, der Buddhismus strebt nach holistischer Neutralität. Der Mensch wird in der Materie normalerweise von der Dualität hin und her geworfen, so wie Freud und Leid, Lust und Frust, Hoch und Tiefs. Solange sich der Mensch mit diesen vergänglichen und subjektiven Eindrücken identifiziert, ist er angreifbar, unverletzlich. Wer durch mentale Selbstkontrolle gestärkt durch holistische Rituale, Meditation und Mantras von den Wellen der Dualität frei wird, kann sich über die Grenzen der Dualität erheben und gelangt in eine innere Neutralität. Die Erfahrung von absoluter Neutralität wird Nirvana genannt, manchmal auch Erleuchtung. Hier sind wir bereits beim Monismus angelangt, den ich aber später noch in einem anderen Video näher beschreiben möchte. Der Übergang von Holismus zum Monismus ist fließend. Auch die Neutralität definiert sich immer noch in Bezug zur Dualität, nämlich als Negation von Dualität oder Abwesenheit von Dualität.
Neutralität ist ebenfalls eine Stufe, von der man in zwei entgegengesetzte Richtungen gehen kann. Sie kann das Tor zu einer wirklichen Spiritualität sein, aber sie kann eine Kraftquelle sein, aus der man schöpft, um in irgendeinem materiellen Machtspiel möglichst souverän und cool agieren zu können. Das Streben nach dieser Form von Neutralität und Souveränität ist quasi ein Anlaufholen im Nirvana, wodurch sich die entsprechenden Personen mit einer geistigen Geheimwaffe ausrüsten, die ihre Mitkonkurrenten nicht haben. Ist das der Grund, warum viele Top-Manager privat Kontemplation und buddhistische Meditation ausüben? Viele Menschen spüren heute, dass das Leben mehr umfasst als nur die physikalische Existenzebene. Irgendein Anstoß, ein Todesfall, ein Herzinfarkt, ein Unfall, eine besondere Begegnung, ein paranormales Erlebnis lässt im dichten Schleier des gewohnten Weltbildes einen Riss entstehen. Da der Mensch in der westlichen Zivilisation auf solche Sinnkrisen kaum vorbereitet ist, gleichzeitig aber kein Vertrauen mehr in die traditionellen Religionen hat, ist der Buddhismus für viele ein befreiendes Neuland, in dem alle Richtungen offen sind. Vielen Dank fürs Zuhören.